Ich habe eigentlich Hotellerie mein Leben lang ganz toll gefunden. Ich habe Hotels geliebt als Jugendlicher schon. Ich habe eine Rangliste gemacht der schönsten Hoteltoiletten, wenn es mir langweilig war. Und ich fand das Entdecken der Räume und der Geschichten dieser Hotels immer so spannend. I need to know more about the guy. I think I know 10%, but I like the 10%. Christoph ist charmant, sportlich, freundlich. Ein ganz kreativer, ein ganz visionärer Geist. Von Kret habe ich ihn eigentlich in der Tiefe kennengelernt vor 12 Jahren. Er wollte an der Côte d'Azur ein kleines Projekt machen. Ich habe ihm gesagt, schau lieber nach was Größerem. Ich bin sehr stolz, also praktisch, wie man stolz sein kann auf sein Kind. Also das ganz Besondere an Christoph ist, dass wir beide denselben Modegeschmack haben und wir jederzeit immer versuchen, uns gegenseitig die Hüte und die Schals abspenstig zu machen. Christoph mag vielleicht nicht so der klassische Hotelier sein, aber er ist auf jeden Fall jemand, der Marke kann und der eine Hotel-Company aufbauen kann. Also er ist jemand, der seinen Mitarbeitern, seinen Kollegen mit großem Vertrauen entgegentritt, viele Freiräume lässt, auch Fehler zulässt. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn es ums Atmosphärische geht, Licht, Musik, Geruch, da kennt Christoph keine Kompromisse. Ja, wir haben uns ja in dem Projekt Bikini Berlin kennengelernt und er hat unglaublich viele Impulse mit reingebracht. Und ja, wenn man Christoph kennt, weiß man, der kämpft für seine Sachen. Er hat einfach eine Art, die Leute auch zu motivieren und so aus der Reserve zu locken, dass sie auch oft ihm zuliebe und dem Projekt zuliebe auch Dinge machen oder möglich machen, die vielleicht jetzt nicht Standard oder nicht das sind, was das Minimum wäre. Wir gehen eigentlich regelmäßig Fahrrad, das ist Teil der 24 Hours DNA, wenn wir zu manchen Terminen unterwegs waren, wo uns dann die Jungs von Marriott entgegenkamen bei möglichen Pachtvertragsverhandlungen. In Schlips und Kragen wird dann durchgeschwitzt. Wenn man glaubt, etwas ist fertig, dann hat Christoph immer mal noch mal eine Idee obendrauf, die man noch mal ausprobieren könnte. Und ich glaube, deshalb sind wir auch da hingekommen, wo wir heute sind. Jeder von uns hat den Anspruch auch, eben nicht einfach nur Hotels zu machen, die Geld verdienen und wo Gäste übernachten können, sondern Hotels zu machen, die halt dazu führen, dass die Gäste sagen, wow, das ist toll. If you really tour the properties, there's something in common, but it's difficult to define what that thing is. Der kennt, glaube ich, sehr gut die Gästebedürfnisse, hat ein sehr gutes Feeling für Stimmung, für Atmosphäre, für guten Service. Ich finde es immer ganz angenehm, wenn man bei all dem sich nicht super ernst nimmt und auch irgendwie halbwegs versucht, auf dem Boden zu bleiben. Und es fällt mir manchmal schwerer in der letzten Zeit, weil wir so viel Erfolg haben. He was very compelling, was very passionate about his brand and very visionary and refreshing. Very different from all the other hotel brands I have heard of. Er liebt besonders auch die gute alte Luxus- und Grand Hotellerie, die wir bei 24 Hours versuchen, ein bisschen neu zu interpretieren. Er lebt das und er liebt das und deshalb muss er Hotelier des Jahres sein.